Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 am heutigen Tag zusammen mit Maudado. Hallo, ich bin dabei. Meine Damen und Herren, wer aber leider am heutigen Tag nicht dabei ist, das ist Zombie, denn ich musste ihn entlassen, meine Damen. Nein, ich habe Zombie nicht entlassen, der hatte am heutigen Tag leider keine Zeit. Aber, Leute, guckt mal da oben rechts. Wir haben 844.000. Falls ihr euch fragt, Moment mal, woher habt ihr plötzlich so viel Geld? Einerseits haben wir hier oben die 32 verkauft, das Sojabohnenfeld. Aber zusätzlich kam Angela Merkel auf mich zu. Sie hat gesagt, Pidissel, bring die Forstwirtschaft in Deutschland wieder ganz nach vorne. Und da habe ich gesagt, Angie, dafür brauche ich 500.000 Euro in bar. Und die hat sie mir lockerflockig überwiesen. Menu, wo ich gerade... Oh, tut mir leid, Maudado. Also, was? Ich hätte dich fast Menu genannt. Hey, zusammen! Ja. Kauf Puffy! Okay, Leute, wir werden jetzt mal hier am heutigen Tag die Forstwirtschaft sowas von nach vorne bringen. Dazu, oh, von MAN. Da werden wir hier direkt einkaufen. Diese Maschine dient dem Transport von Bäumen. Okay, die wird einmal gekauft, konfigurieren. Hauptfarbe machen wir orange. Ja, dann einmal bitte kaufen für 183.000. Junge, wieso ist denn die Forstwirtschaft so teuer? Aber der hat 640 PS. Jo. Und dann brauchen wir natürlich noch was, um das Ganze zu fällen. Diese Maschine kann Bäume fällen und in die Länge schneiden. Wir haben doch die Säge. Ja, das stimmt, Maudado. Aber wir haben das Geld. Aber ja, Angie hat uns Kohle warte mal. Sie hat mich über den Tisch gezogen. Angie hat gesagt, 500.000 für dich, Pidissel. Allein diese Komatsu-Dingensmaschine kostet schon 435. Und der MAN hat 180.000 gekostet. Ja, wollen wir dann doch die Sägen erstmal benutzen und ein Stück landnah am Sägewerk kaufen? Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ansonsten müssen wir den Kleinen nehmen, der für 275.000. Den Kleinen? Pa. Da kann ich mich ja gar nicht vor den Leuten sehen lassen. Ja, okay, warte mal. Ich guck mal, wo gibt's denn Bäume? Wo einige, also ich weiß also ganz... Also Sägewerk ist ganz oben rechts. Ach, vielleicht Scheiße. Ist da ja ein Grundstück. Ja. Mit Bäumen drauf. Auf der 4 sind Bäume. Nee, auf der 4 ist Baumwolle, keine Bäume. Ja, doch, oben links. Okay. Wenn also so also da ganz weit rechts. Wo jetzt? Ja, ganz weit, wenn du jetzt rechts gehst. Wo ist denn rechts? Welche Himmelrichtung? Also ich bin ja auf der Karte. Ja, warte, jetzt geh rechts. Du dreh dich mal nach rechts. Ja, genau. Also nach Osten. Ja, genau, nach Osten. Ja, okay. Ja, und da kommen jetzt Bäume. Ja. Ja, da können wir doch... Aber können die zu 4? Die gehören alle zur 4. Ah, okay. Oh, aber können wir nicht einfach die 3 kaufen? Wir können auch die 3, aber das bringt ja nichts. Das sind auch Bäume. Und ja, direkt am Sägewerk. Aber und dann können wir es wieder verkaufen. Man kann es doch ohne Verlust verkaufen. Ja, das stimmt. Ja, aber für die paar Bäume. Aber es stimmt. Die anderen sind ja absurd teuer. Wir nehmen das hier. Das macht wirklich am meisten Sinn. Okay, was auch immer du kaufst. Ich fahr hin. Welche okay. Nummer? Er hat keine Nummer. Ist bei der 25 und bei der 26. Jetzt haben wir nämlich auch noch genügend Geld, um die geile Forstwirtschaftsmaschine zu kaufen. Konfigurieren. Hä? Oh nein, jetzt müssen wir doch ewig weit fahren. Eco-Track. Ja, nee, müssen wir eben nicht. Weil unsere Maschinen sind ja eh im Süden. Zack, 435.000. Als hätten wir im Lotto gewonnen. Und Angela Merkel hat uns noch über den Tisch gezogen. Unser schönes Geld. Das werden wir uns aber zurückholen. Keine Sorge, Leute. Wir werden am heutigen Tag mal so ein bisschen die Forstwirtschaft ausprobieren. Und dann, ja, werden wir mal gucken, ob uns das vielleicht gut gefällt. Oder, ja, ob das nicht ganz so der gute Spaß ist. Und wir vielleicht mal Hühner ausprobieren sollten. Ich hätte auch Bock auf Hühner. Viele Leute haben mir Hühner empfohlen. Ja, Hühner sind bestimmt toll. Ja, vor allen Dingen sollen die sehr, sehr pflegeleicht sein. Das sieht aber geil hier drin aus. Damit werde ich die Bäume in 0, nix alle wegcutten. Und wir werden einfach reich. Ich habe nämlich auch, guck mal, meinen Tisch im Wohnzimmer. Das ist auch so richtig, ich weiß gar nicht, was für eine Art Baum das ist. Aber das ist so Massivholz. Finde ich mega geil. Kennst du von Ikea diesen Lacktisch? Das ist jetzt keine Werbung. Es gibt auch noch Bauhaus und alle anderen. Höfner und Pipapo. Kennst du heißt den? Heißt der Lacktisch? Ja, dieser 10-Euro-Tisch, den praktisch jeder diesen hatte. Klein? Ja, dieser kleine mit den 4 Beinen. Ja, ich sehe ihn gerade. Wusstest du, dass in diesem... Ja, ich blende hier mal ein Bild ein von dem Lacktisch. Der ist gut, aber in dem Ding ist Pappe drin, um das stabil zu machen. Innen drinne. Ach so. Nee, nicht mal so Spanholz, nicht mal das? Nee, ja, zum Teil. Aber innen drinne ist zur Stabilisation tatsächlich so... Einfach Pappe. Ja, nice. Das ist wirklich gut. So, da bin ich jetzt gleich. Hallo. So, warte, da gucken wir doch jetzt mal direkt. Oh,
Ach krass, es gibt noch eine andere Kameraperspektive. Achso, Harvester Ansch. Ah, jetzt geht die Kralle auf. Ah, da, Segen auf X. Balloon, guck mal! Was ich hab denn? Ihn! Ich Was? Hab ihn! Warte! Hoi. Oh, Balloon! Ich bin mir nicht sicher, dass es so funktioniert, Maudato. Den musst du erstmal klein schneiden. Hier. Oh, ich hab meinen gefällt. Krass! Hier, warte, dann säge ich den mal hier schön ab. Muss ich dann. Ich glaube, ich muss dann ausschneiden. Ausschneiden. Aussteigen. Schön die Äste alle wegmachen. Zack. Okay. Jetzt ist er nackig. Dann einmal grabben. Schön X drücken. Jawohl. Da habe ich hier auch schon mal den ersten für dich. Oh Gott, was? Ach, krass. Was ist passiert? Ach, wie gut ist das denn? Ach, so funktioniert das. Warte mal, ich schnapp mir mal einen neuen. Oh, das hier links ist doch ein Prachtbaum. Was passiert? Oh, nix. Ich ritt das. Ja, so ist gut. Ja, sehr gut. Dann fahre ich jetzt mal hier an den ran. So, jetzt schnapp ihn dir. Halt ihn doch. Du musst ihn doch halten. Ich? Nee, das Ding hier. Ja, ich kann ihn, glaube ich, gar nicht nochmal aufstellen. Nee, ich kann ihn nur schleppen. Gut, dann habe ich jetzt ja hier nochmal Sägen. Jawohl. Aber ich würde jetzt trotzdem... Ja, okay, ich kann jetzt die Schnittlänge nicht auswählen. Krass. Er macht hier richtig schön gute handliche Brocken rein. Und fertig. Krass. Siehst du dieses Häufchen hier? Ja, das ist Holz. Ja. Sehr gut. Warte, ich hab's bestimmt auch gleich. Ja, du hast auch schon gut dicke Dinger. Schnapp ich mir direkt den nächsten. Okay, und ja, die muss ich jetzt aufsammeln? Ja, die schnappst du dir jetzt mit deinem Bagger. Okay. Ist es problematisch? Ist es schwer? Ja. Ich kann sonst auch gucken, dass ich gleich... Willst du mal probieren? Okay, ich probiere das einfach mal. Ja, sieht da so gut aus. Warte, ich hatte hier so ein Symbol. Ey, du musst vorne einsteigen, damit du hinten einsteigst. Ja, warte. Ist doch kein Problem, Audado, Alter. Ich schlepp ihn dabei. Ach so. Den kann ich hier ganz locker schleppen. Hey, warum kannst du den schleppen, aber diesen zu schwer, oder? Probier mal, ob du die... Vielleicht bist du auch einfach stärker. Ja, den... Ach, den hier kann ich schleppen. Nee, den nicht. Aber die kleinen. Ja, die kleinen kann man schleppen. Dann ist es ja eigentlich sogar praktisch. Ja, dann ist es tipptopp. Okay. Also wäre super, wenn du den hier irgendwie drauf bekommen würdest, auf dem ich gerade stehe. Ah ja, das ist kein Problem. Das ist meine leichteste Aufgabe, Maudado. Also das ist ja ganz ehrlich, das ist ja absolut kein Problem. Ich vertraue dir da. Ich vertraue dir. Aber du bist ja Simulator-König. Ah, hier mit der rechten Maus. Ach, Mist. Ja, mit der rechten und linken machst du unterschiedliche Sachen und beide gedrückt machst du die Kralle zu. Ja, dann mach ich jetzt die Kralle zu. Zack. Oh, was für ein Profi. Da habe ich ihn. Und dann fahre ich hier schön nach oben. Ist ja kein Problem. Ja, ich habe ihn gut. Was super. Mann, jetzt hängt er da hinten. So, warte, jetzt nochmal. Zack. So, jetzt wird er gegrabbt. Sehr gut. Was macht er denn jetzt? Er soll noch grabben. Er ist gegrabbt. Jetzt musst du hochziehen. Ja, versuche ich. Oh. Nein! Nein! Ist das Holz runtergefallen? Nur eins. Okay, ganz warte, ich zieh. Ja, so! Ja, perfekt. Und jetzt muss es nur drauf. Ja. Nichts einfacher als das. Ja, nichts einfacher als das. Hier, rein. Ja, dann lasse ich ihn jetzt fallen. Ja, und da ist er. Warte, ich guck mal, ob ich einen Spanngurt anbringen kann. Ja, ist drauf. Ja, warte, da ist ein Spanngurt. Geht hier auch einer hin? Nee. Nee, den kann ich leider nicht anspannen. Wieso denn nicht? Das ist jetzt ja wohl nicht meine Schuld. Ja, warte, ich geh nochmal runter. Wie so ein blöder Automat mit so einem Kran, mit dem es einfach unmöglich ist. Das müsste ich doch mit dem hier gut. Geht's mit dem einfacher? Ja, klar. Man muss doch mit dem Ding auch so einfach grabben können. Weil ich bin doch perfekt auf dem Holzstücken drauf. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, okay, klappt mit dem vielleicht doch nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das steht natürlich auch einfach sehr schlecht jetzt, der Holzstamm. Das wäre ja gelacht, wenn Pidissel das nicht hinbekommt. Ja, das stimmt. Da hast du recht, Mauder. Guck mal hier. Perfekt. Jetzt beide. Jetzt einmal grabben. Und dann ziehe ich den jetzt schön auf. Oh. Jo, ich fühle mich wie auf dem Jahrmarkt. Ja, gell? Das ist ja... Bloß, dass ich hier 500.000 für bezahlt habe und nicht 1 Euro. Wir könnten ihn auch in 2 Stückchen schneiden und per Hand hochheben. Ja, das wäre zu einfach. Warte, ich mach ein Try Mine noch. Ja, jetzt hat er ihn doch. Jetzt greif ihn doch! Maudado, hol die Kettensäge. Das kann ja nicht wahr sein. Ich schneide dieses blöde Ding.
Komm her. So. Zack. Nimm das. Ja, voll. Und den einen schieben wir jetzt da drauf. Der ist noch zu schwer. Muss nochmal. Ja, noch, ich mach nochmal. Aber der einen. Oben, der liegt ja halt drauf. Den können wir ja liegen lassen. Ja, der zählt. Hä? Nur noch die von hier drüben. Okay, ich hab ihn. Ja, der passt. Was ist ja hier mit dem los? Oh, der gute, perfekte Schnittkante. Ja, das ist extra klasse. Das gibt nochmal doppelt so viel Geld. So, jetzt den einmal nehmen. Einmal hier drauf. Zack. Und dann den hier nochmal. Zack. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Ich werde jetzt die Spanngurte anbringen. Wie sehe ich denn, dass alle angebracht wurden? Da jetzt. Muss das selbst. Ach so. Ja, ist festgemacht. Würdest du sagen, das ist gesichert? Klar. Junge, die sehe ich die Leute doch auch immer auf der Autobahn. Die sicherste Ladung, die ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, da. Kannst du mit rein? Nee, leider nicht. Oh. Aber ich warte. Ich warte auf dich. Oder ich fahre neben dir her. Stimmt, ist ja auch eine etwas längere Tour, glaube ich. Ich guck mal bei der Sonnenblumenfrau vorbei. Ja, ich fahre hier bei wem fahre ich übers Feld? Bauer 17. Aber alter Schwede. Jo, ich fahre hier gerade 80 km/h. Junge, da lohnen sich die 640 PS. Oh, hier muss ich links abbiegen. Jetzt mal schön an die Vorschriften halten. Nein. Ist alles runtergefallen? Nein, die Spanngurte, sie halten. Die Spanngurte halten. Alles. Aber warte. Ich klappe jetzt auf. Ach so, du kannst ja, mit dem Arm. Zack. Hab mich wieder aufgerichtet. Kein Problem. Und weiter geht die wilde Fahrt. Also, dass mir niemand einen LKW-Führerschein gibt, das finde ich jetzt wirklich dreist. So, jetzt schauen wir mal hier rüber. Oh, aber so ein LKW-Führerschein ist doch auch ultra teuer, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich traue mir das, ich muss aber auch zu, ich nee, traue nee, mir das auch nicht zu. Allein rückwärts zu fahren mit dem Ding muss die Hölle sein. Ja, da siehst du nicht ganz so viel. Von vorne. Allein der tote Winkel. Ja, und dann dieser dumme Anhänger, der sich immer so blöd dreht. Weil hier stehen ja sogar noch Sachen von uns, ein Träger und der Strautmann-Anhänger. Wo? Beim Lager. Also da, wo wir, ich glaube, die Sojabohnen abgegeben haben. Ach so. Oh, bin ich jetzt noch richtig? Wo ja. Soll ich denn die Sonnenblumen abgeben? Die musst du, glaube ich, einfach nur verkaufen bei irgendwo. Am besten, wo es am meisten Geld gibt. Weil ich glaube, wenn wir praktisch ein bisschen mehr verkaufen oder besser arbeiten, dann kriegen wir nochmal extra Kohle. So, ich bin gleich da. Gleich gibt's ordentlich Kohle. Was meinst du? Also ich schätze so... Nee, erstmal müssen wir herausfinden, ob wir die abladen müssen. Nee, das wäre ja lächerlich. Nee, das mache ich nicht, Alter. Da fahre ich so lange, da kippe ich einfach mit Absicht um. So, ich bin jetzt hier beim Sägewerk. Da kommt auch Willi raus, der es ablädt. Also ich sag mindestens 30.000, 40.000. So, warte mal, hier ist ein Ausrufezeichen. 5.300 Euro. Hey, für das Ganze, für drei Bäume. Unsere Natur ist doch mehr wert. Genau. Danke, Angela Merkel. Alles deine Schuld. Guck mal, hätten wir hier gekauft, könnten wir einfach die Bäume direkt da reinschieben. Oh, das stimmt. Nee, das geht das? Ja, also du könntest es mit deinem Greifer fällen. Ja, aber das wäre ja, da würde ich ja trotzdem nichts für bekommen. Ja, aber... 5.300. Weißt du, wie viel wir geschuftet haben? Nee, Maudado. Die Forstwirtschaft... Die wird verkauft. Die ist nichts für uns. Wir werden Angela Merkel, wir werden die Dinger verkaufen. Nee, Hühner können wir uns selber leisten. Das ist ja wohl gelacht. Aber Forstwirtschaft, das lasse ich mir nicht aufs Auge drücken. Da werde ich jetzt mal schön hier, Angela Merkel, da werde ich schön ihre Maschinen wieder verkaufen, damit sie ihre Kohle wieder bekommt. Das hier verkaufen, ja. Dann den hier verkaufen, ja. Und dann werde ich die 500.000, werde ich ihr wieder zurück überweisen. Weil wir hatten, am Anfang dieser Folge hatten wir wie viel? 300. 100, ja, hatten wir 143.000. So viel müssen wir auch. Und dann haben wir 200.000 durch unser Feld bekommen. Also wir müssen das Feld auch... Ah, okay. Das müssen also wir hatten 300.000, bevor wir den Kredit bekommen haben. Okay, ja, damit in der nächsten Folge alles wieder seine Richtigkeit hat. Wo fährst du denn gerade längs? Ich fahr gerade zur Getreidemühle mit den Sonnenblumen. Hi! Ich seh dich! Ich seh dich komm auch. Komm her, Palette! Ja, ich spring mir in die Arme. Ich bin Schmengel. And I... Perfekt. Ich habe das noch nie abgegeben. Welche Taste ist das? Das wird dir angezeigt. I ist es für gewöhnlich. Ui. Ui. Und ich bade in Sonnenblumenkern. Warum kriegen wir gerade Geld, anstatt den Auftrag zu beenden? Das weiß ich auch nicht. Hä? Hä? Warte mal, ich drück mal. Der Auftrag? Der ist bei 80% Ernte Sonnen. Haben wir den abgezogen, den Typ? Kannst du den Auftrag beenden? Soll ich den Auftrag mal abbrechen? Ja, brech den mal ab. Haben wir jetzt deine Sonnenblumen geklaut? Ja. Wie geil.
Wie unfassbar. Einfach nur Weltklasse. Einfach Ehre. Ehre für Pitisle und Maudado. So, Leute, das war's mit der heutigen Folge vom Landwirtschaftssimulator. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Maudado vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Morgen um 14 Uhr gibt's eine neue Folge vom Landwirtschaftssimulator. In diesem Sinne, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.